jetzt so schade, dass ich rede und nicht singe. Jetzt habe ich schon die ganze Zeit überlegt, ob ich meinen Vortrag hier veranstalte, aber ich glaube, das wird wohl noch nicht so gut. Es liegt in der Natur der Sache, Kunstschaffenden Fragen zu den Inhalten, zu woher und wie zu stellen. Eine Erkenntnis war zunächst einmal annähernd unisono, das Motto weniger denken, mehr fühlen und wahrnehmen. Nun ja, das kann gelingen, weil bildende Künstler häufig eine Sprache verwenden, die sich emotionalen Klischees übersetzt und dass sie Geschichten erzählen, die außerhalb des Erwartbaren liegen, doch eine ganz diesseitige Alltagsspiritualität bieten. Hier, als ein Team aus den Bereichen und auch in der Reihenfolge, ich nehme es also ein bisschen in Gruppenlist vor, dass wir springen müssen zwischen Objekt, Subjekt und das heißt, also in der Reihenfolge Malerei, Grafik, Objekt, Kunst und Fotografie. 10 Frauen und 7 Männer, weil eine Künstlerin verhindert ist, das ist die Mary Bauermeister, aber da sie auch so Ausstellungsorte zu Erlebnisorten macht, stellen wir uns einfach vor, sie wäre hier und alles wäre sehr kosmisch. Dieser stark angehauchte atmosphärische Wirkung des Kapellenraumes trifft heute auf präzise eingesetzte Fiktionen, gleichwertig auf kalkulierten Inhalt und nahezu meditative Arbeitsweise. Das ist das Stichwort für Renate von der Spiel und die an der Wand. Sie malte mit Sie malt mit Ölfarbpigmenten, Baumaterial, Weiße und Aramormehl auf Leinwand. Damit ist vom technischen Ablauf her de facto eine Wartposition programmiert. Doch die steht nur scheinbar im Widerspruch zur abgebildeten Rage. Köcher ist eine beobachtende und enthusiastische Malerin mit in die Tiefe gehenden und eruptiven Farben. Ein durch und durch vitales und dynamisches Sehangebot. Sie baut förmlich über betont schwere Farbgemische, brüchige Erhebungen mit dominierenden Einrissen, vergleichbar aus der eingetrockneter Lehmböden. Elke Nauroths zwei Gemälde, anonymisierte Menschenbilder, finden Sie auf der Wand hier links. Eher erinnert als hinweisend sind mitunter rätselhaft und verborgenen Botschaften. Sie sieht in ihren Arbeiten Bilder, deren Inhalt bekannt für ihre in Schichten und Aussagekraft oft auf den zweiten Blick gewinnen. Die Künstlerin Nauroth beherrscht virtuos die Klaviatur starker Farbsinfonien bis hin zu luziden Kompositionen. Titel ihrer Arbeiten lauten Miteinander und konfrontieren auch darüber den Betrachter mit Assoziationen von Geborgenheit und Atypischen. Das Trinken, wenn das nicht so laut sein muss, das war ja natürlich nicht klar. Yvonne Biedermann-Ridder stellt zum ersten Mal aus. Ich glaube, das sind hier zwei Bilder an dieser Wand, ja. In dieser Premiere sich zwei ergänzende Gouache-Bilder. Begrenzung und Öffnung sind die daraus resultierenden Titel. Prozesshaft im Entdecken und Mischen der Farben und der Eroberung der Leinwand entstanden. Keine schnellen Bilder. Nicht die affektive, farbrauschfreisetzende Malerin tritt zutage, sondern eine achtsame Sortiererin ihrer Ansichten.